Marx und Engels zeigten der Arbeiterklasse, wie sie sich von der Ausbeutung befreien konnten. Befreiung von der Ausbeutung ist eine Sache. Aber wenn man etwas abschafft, dann muss doch auch etwas rangeschafft werden. Zum Beispiel, wenn Mutter einen alten Schrank rausschmeißt, dann sieht sie doch schon im Geiste einen neuen vor sich. Also, was haben Marx und Engels gesehen, Moses? Sie sahen das wahre Leben. Das wahre Leben, was meinst du damit? Na eben richtig leben. Du, das ist doch sehr unkonkret. Sozialistische Gesellschaft auch noch. Ja, Bruder. Sag doch mal ein Beispiel für dein wahres Leben. Na, zum Beispiel, wenn alle in der Familie wissen, dass sie zusammengehören. Wenn sie alle am Tisch sitzen, lachen und so. Und wenn der Vater und alle ehrlich sind. Ja, weißt du, Moses, die Geschichte ist eigentlich eine Wissenschaft, fast so eine wie die Mathematik. Sie nennt die allgemeinsten Gesetze. Aber das Leben setzt sich aus vielen Millionen Erscheinungen zusammen. Das wahre Leben, naja, man sucht es, solange man sich bewegt. Aber deine Antwort ist richtig. Scheint mir. Ja. Das sahen Marx und Engels. Hallo Moses! Tag, Moses. Ach, du bist es. Ich möchte dich gern besuchen. Wozu? Leute, die man gut leiden kann, besucht man hin und wieder mal. Meinetwegen.